wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Christmas Toys. Wow, die Kirche hat endlich Chocobalumons aufgekauft. Oh, ich hab schon zwei im Mund. Jetzt kann ich einen ganzen Liter Weißsahne trinken, ohne zu würgen. Cool. Chocobalumons, die einzigen Bälle, die vom Papst gesegnet wurden. Warum zwingst du mich zu sowas? Warum? Echt jetzt? Was war das für ein Geräusch am Anfang? Chocobalumons. Ein Waschbär. Ja, ein Waschbär, ich musste das einem Obdachlosen. Nein, ein Obdachloser wollte sich daraus gerade eine Toilette bauen. Ja, er hat gesagt, das ist mein Klo. Und ich so, gib her, du Alter. Warum zwingst du mich zu sowas? Ich zwinge niemanden. Jennifer Anderson. Jennifer Anderson, Alter. Hey, Moment, ey. Chocobalumons ist doch eine Erfindung von Kreis Industries. Kreis Industries. Jennifer Anderson, ist das nicht die Frau von Brad Schmidt? Ja, das ist die Frau von Brad Schmidt. Ja, Brad Schmidt, ne? Brad Dip, kennst du den? Brad Dip. Brot Dip. Kennst du nicht Brot Dip? Ja, klar, ich Brot Dip. Ich habe, glaube ich, meine Karottenstäbchen reingesteckt. Ja, Jennifer Anderson und ihr kleiner Brot Dip. Neulich habe ich ein Rezept gelesen, das hat mich voll verstört. Das heißt Karottenlachs. Ja, ja, wenn ich mich zwei Wochen nicht dusche, habe ich auch sowas. Ich hatte letzte Woche erst Karottenlachs. Ganz intensiv sogar. Warum spielen wir das denn noch? Leute, jetzt ist mal Schluss. Das ist Mega-Game. Jennifer Anderson, gib uns ein Zeichen. Hier war ein Knarzen und ein leichtes Fiepen. So einen leichten Sinuston irgendwie, so ein Jennifer Anderson, bist du hier? So, hier war wieder so ein leichtes Quäkeln. Meinst du, hinten im Boys Room, oder? Im Men's Boys Room? Bedroom, unten am Men's Room. Im Little Boys Club. Was ist eigentlich Weißsahne? Was ist das eigentlich? Ja gut, das ist einfach, dann nimmst du hier, wie heißt das, Creme Fit oder wie heißt das? Joghurt. Joghurt? Und Creme Gourd ist so eine Mischung. Creme Gourd und das dann in das Salzwasser. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Bist du hier, Jennifer Anderson? Ja doch, Anderson. Ich weiß schon nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer die Richtige ist. Was ist Realität? Ich habe hier oben auch nichts gefunden. Komisch. Gib uns ein Zeichen. Hier auf der Treppe war gerade einmal 6 Grad. Irgendwo hier war gerade einmal ganz kurz 6 Grad. Kann natürlich aber auch fluktuieren, ne? Ja, es kann auch ein Furz gewesen sein. Nee, ich habe hier einen Zweierwert bei dem alten Bild. Was ist das hier? Bild von Köln. Nee, keine Ahnung. Und doch, könnte sein. Warum hängt hier so ein Bild? Ich mach mal hier eine Kamera hin. Die Schublade ging gerade auf. Echt? Ja, jetzt ging sie zu. Was geht hier ab? Die magische Schub. Schublad. Gib uns ein Zeichen. Wir haben uns damals vertan. Es gab keine Obladen, es gab nur Schubladen. Und wir haben ziemlich lange gebraucht, bis wir den ganzen Pressspan gegessen hatten. Was macht ihr dort? Warum kaut ihr an einer Schublade rum? Schubladen, das ist doch das Neue. Aber man merkt schon, Kreis hat heute wieder sehr viel Zucker. gab einen großen Schubladenrückruf. Von Knurr. Was? Die Firma, kennt sich Knurr? Knurr? Knurr hat Schubladenrückruf gemacht wegen... Ich nehme mal so einen Bewegungsschmelder damit. Wegen Spekulatius-Problem. Warte mal. Was nehme ich denn mit? Kamera? Auf jeden Fall müssen wir noch ein bisschen hier einkreisen, wo der Geist sich aufhält. Ja. Der Joghurtgeist. Jo-Geist. Jennifer Anderson. Ein You-Guy. Öffne eine Schublade. Und
gib uns ein Zeichen. Hier war eben gerade was. Ich mache meine Kamera noch in die Richtung. Alles klar, sie fällt erstmal. Jennifer Lopez, bist du hier? Aber es war doch gar nicht Jennifer Lopez. Wer war es denn am Ende? Auch irgend so ein Anderson Mitch oder so? Mitch Connor. Ach, Mitch Connor, genau. Ich bin gar nicht. Ich bin Mitch Connor. Mitch Connor. Ich bin ein Trickbetrüger, der sich von Stadt zu Stadt treibt. Am meisten tut es mir um dich leid, Ben. Nein. Es könnte auch sein, dass sie hier durch die Wand irgendwie im Schrank vielleicht... Ich mach Tacos y Burritos. Die macht es uns aber echt spannend hier, die Miss Anderson. Anderson macht's heute schwer. Auf der Anderson-Skala haben wir im Moment noch nichts. Ich hatte auf der Treppe gerade 6 Grad, vielleicht hat sie sich auch da erst ihre Position gesucht. Ne? Jennifer Anderson! Gib uns ein Zeichen! Aber auch wenig Aktivität, ne? Ja, sie ist richtig shy. Aber wir waren beide nur noch 50. Bewegungsmelder warst du gerade, ne? Ja. Jennifer Anderson, hier. 2. Am Ende des Ganges wieder, oder was? Hier so. Wenn sie da in der Schublade war, sie kann natürlich da auch. Weep, weep, weep. Hier ist sie. In dem Zimmer. Oh, jetzt habe ich überall 2. Du bringst die Kamera gerade rüber. Ja, ich mach die mal hier rein, weil ich hier einen Wert hatte. Da sehe ich nur den alten Smellbär. Echt? Was ist das da eigentlich? Ist das ein Smellbär? Sperlingsprinz, oder? Jennifer Anderson! Irgendwas ist eben gerade umgefallen. Okay. Immer irgendwas, Salz. Irgendwas habe ich eben gerade fallen gehört. Jimmy fallen. Jimmy fallen? Dann wird Jimmy fallen. Temperatur lasse ich nochmal hier. Hatten wir ja gerade. Also hier war auf jeden Fall was los. Ach komm, jetzt leg das Ding doch dahin. Vielleicht weiß ich nicht, wie man das Gurgelfon benutzt. Kannst du das Gurgelfon benutzen, Jennifer Anderson? So, ich mach mal hier. Warum macht Jennifer Anderson jetzt so ein Drama hier? Was hast du jetzt alles dabei? Salz und Sprechapparillo oder wie? Nee, Salz ist jetzt drin. Fingerabdruckprinter hier habe ich auch nochmal. Ey, wir haben wirklich so gut wie keine Aktivitäten. Nee, gar nichts, ne? Nix, nee. Dumme Sau. Oh, ich glaube, ich habe eine Bubbel gesehen beim Belustigungsbären. Echt, der Belustigungsbär? Ich glaube, hier ist was. Hast du hier auch mal ein bisschen Salz reingemacht? Ja, eine Spur auf dem Teppich hier. Sag mal ihren Namen. Jennifer Anderson. Bist du da? Irgendwas ist da eben gerade am Bildschirmrand gefliept. Es blinkt alles. Oh, sie huntet. Sie macht eine Hand. Kannst du sie sehen? Nö. Flurcam. Nix. Nix. Die ist super laut. Wie ist super laut? Was geht denn da drin ab? Was ist da drin los? Die Anderson-Skala schießt hoch. Sie hat voll gegurgelt. Sie hat Blähungen. Klang ein bisschen, wie wenn man bei einem McDonald's-Becher den letzten Schluck raustrinkt. Sie ist hier nirgendwo, Alter. Sie ist nirgendwo. Hör sie aber hier unten. Glaubst du, sie ist eher unten aktiv, dass sie gar nicht oben ist, dass wir völlig falsch liegen? Wirklich? Kam sie denn von oben? Ich habe nichts gesehen auf der Kamera. Oh, doch, sie ist oben. Sie ist ins Badezimmer geflitzt. Sie hat so einen komischen Badezimmerflitzer gemacht. Okay, Alter. Okay, ich nehme den Sprechapparat mit. Sie war auf jeden Fall richtig nah dran. Ich habe sie gesehen. Also man kann schon sagen, Jennifer Anderson sieht ohne Make-up doch deutlich schlechter aus. Also ja, weißt du, das ist die Quarantäne. Die nimmt uns alle mit. Weißt du, so das
Das ist der. Haben Sie Quarantäne-Koller, Miss Anderson? Okay, die ist eben gerade hier hingeflitzt. Hier so. Warte. Hier rein. Bist du hier? Kannst du mich hören? Brauchst du Hilfe? Schau mal auf die Cam. Möchtest du einen Chocobalomon? Chocobalo? Bist du hier? Ist hier irgendwo Salz? Kannst du uns hören? Salty Steps? Hast du einen leichten Salzfuß? Ah, warte mal, den Bereich des Geistes mit Räucherstäbchen. Wenn ich jetzt ins Bad gehe und die Stäbchen mache. Sie ist auf jeden Fall in der Richtung Bad gelaufen. Nee, hier ist alles unberührt. Jungfräuliches Salz. Sie ist da hinten rein. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Kannst du mich hören? So, warte mal. Möchtest du christliche Produkte erwerben? Ich smoke jetzt mal nur das Bad, ja? Damit wir wissen, also entweder sie ist ins Bad oder sie ist hier rein. Ich smoke jetzt... Oh. Mir ist der Burrito aus der Hand gerutscht. Ach, typisch. So. Typischer Flutsch-Burrito. Ja, die haben gesagt, ey, Moment. Vier Hands in einer Folge. Gut, Jennifer Anderson. Ende, aber Jennifer Anderson. So. Ich hab hier gesmoked. Gib uns ein Zeichen. Voll mies, Alter. Auf den Klodeckel geschissen. Das ist ekelhaft, Alter. Total unangenehm. Ja, aber manchmal muss es schnell gehen. Und dann heißt es entweder drauf oder ganz daneben. Ja, you have the choice. Ja. Du hast die Wahl. Mach es in die Schüssel oder obendrauf. Aber vergiss das Putzen nicht. So. Also Badezimmer war schon mal nicht richtig. Ja, ist so schwer zu sagen, wo sie hängt, die Alte. Badezimmer war schon mal falsch gesmoked. Warum ist sie denn so shy? Haben wir Aktivitäten? Nee, nur ein Einser immer. Das gibt es doch nicht. Was ist das denn jetzt wieder für so ein Rotzgeist? Geheim. Geheimgeist. Der geheime Geist. Heute kam ein kleiner Patch. Ich hatte einen Mini-Patch. Hast ja, du auch der, ich mach's den noch schwieriger. Patch. Winnipeg. Der Winnipeg-Patch. Mini-Winnie-Peggy-Patch. Aber wir haben gar nichts. Wir haben weder Geisterbubbel, noch Fingerabdrücke, noch irgendwas. Ja, wir haben nichts. Ja, nichts haben wir. Ja, nichts. So. Also sie ist eben während dem Hand da hinten rein. Was sagt das Räucherstäbchen-Ding? Nix. Noch nichts? Nö. Okay, warte, dann geh ich mal raus. Taco y Burrito. Entweder da beim Bären, ganz hinten drin. Nee, nee, nix, nix. Das ist eine harte Nuss. Kommst jetzt ganz raus. Oh, sie huntet. Oh. Aber ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Auch der Bewegungsmelder oder so geht nicht los. Ist die irgendwo unten? Vielleicht ist die irgendwo unten, die Alte. Ah, sie hat mich! Was? Wo denn? Oh Gott, sie ist in den Keller gegangen. Die ist in den Keller unten rein? Ich bin in den Keller unten rein und da hat sie mich geholt. Es ist eine alte Dame. Ja klar, es ist eine alte Dame. Oh, sie hat an meinem Leder gerieben. Yo, Kreis ist weg. Alter. Aber ich sehe sie nirgendwo. Von wo kam sie denn? Sie kam von oben. Sie kam von oben rein. Sie ist einfach durch die Tür durch. Ich habe meinen Burrito nach ihr geworfen. Ich habe keinerlei Hinweise. Zero. Wir haben Zero. Haben wir so fehlgehuntet? Vielleicht war sie oben. Ja, anscheinend haben wir extrem viel gehuntet. Ich habe halt nicht einen einzigen Hinweis. Aber ey, Doppelhand.
Achso, ich hätte jetzt gesagt, nimm mal das Thermometer. Keller oder was? Sie ist in den Keller reingegangen, weil ich dorthin geflohen bin. Also sie hat mich dorthin verfolgt. Und sie hat nicht lange gebraucht, also war sie vielleicht gar nicht oben. Hier liegt ein komischer Klumpen Kot. Ja, den habe ich dahin gemacht. Und den Burrito auch. Ja, aber oben hatten wir die einzigen Hinweise. Jennifer Anderson. Gib uns ein Zeichen. Hier war ein Step. Im Wohnzimmer habe ich einen Step gehört als Geist. Ghost Steps. Hast du Ghost Steps? Bist du hier? Hier ist auch nichts. Salz, gar nichts. Nee, hast du Thermometer dabei? Nee, ne? Nee. Nee, hier ist überhaupt nichts. Sprich zu uns, sprich! Kannst du mich hören? Wo bist du? Wo bist du? Leute, reagiert, wenn ich da vorbeigehe. Haha! Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du erwachsen? Gib mir ein Zeichen. Hallo? Hallo? Sprich zu mir. Wenn der Geist sagt, hi. Nee, gar nichts. Nicht mal rauschen, nix. Ich kann auch nicht sagen, was es ist, weil... Ja. Weil wir haben nix. Wir haben auch nirgendwo Atem. Fingerabdrücke hatte ich vorhin nicht gesehen. Gut, da hat sie auch noch nicht so viel an den Schaltern genippelt. Guck mal, wir haben auch gar keine Aktivität. Nichts. Hier war irgendwann mal ganz kurz eine 1, aber ich verliere Energie wie blöd. Oben räuchern hat auch nichts gebracht. Wir haben auch kein Salz, sonst hätte ich nochmal Salz hingelegt. Nee. Nimm nochmal Thermometer mit am besten. Thermometer ist eigentlich immer ein guter Investigator. Er investigiert. Was aber ist wir da hatten passiert? Ja auch nur oben hatte ich eine Zweierpegel und eine Thermomax-Ausschweifung. Was genau ist eine Thermomax-Ausschweifung? Nee, du hattest. Hier, minus 11 Grad. Was? Hier. Wo? Direkt hier. Minus 8. Alter, okay. Jetzt höre ich auch Wasser. Aber du hast keinen Atem, ne? Nö. Jetzt höre ich eine Tür. Doch, jetzt, du hast Atem. Ich habe Atem gesehen. Wird mein Journal. Aber hier wird's wieder warm. Ja, dann ist sie hier im Hauptraum irgendwo. Direkt im Dix. Moment, ich nehme mal hier den Sprecher mit. Was willst du? Hate. Hass will sie. Warum willst du Hass? Um zu sterben. Okay, alles klar. Geisterbox. Gespenst, Mare, Dämon. Schreib in das Buch. Aber hier hast du keinen Atem im Wohnzimmer, doch, ne? Doch, ich hab Atem. Doch. Okay. Ey, hat die uns richtig an der Nase rumgeführt? Die hat uns richtig an der Nase rumgeführt. Richtiger Nasenpeter. Das ist ein richtiger Nasenpeter gewesen. Die alte. Oh, der Nasenpeter, kennst du den nicht, den Nasenpeter? Der wohnt da unten, der im Einkaufsladen. Okay, warte mal, es müsste halt da unten die Kamera stehen, ne? Ajo, kenn ich den Nasenpeter. Ajo, kenn ich. Okay, wir haben Atem. Atem und Box. Und Box. Was könnte es sein? Yurai, Mare, Dämon. Nee, Gespenst, Mare, Dämon. Okay, wenn ich EMF. Gar nichts. Fingerabdrücke, Gespenst, Geisterorb, Mare. Ja. Also bräuchten wir da eine Kamera und so ein Abdruckmesser. Abdruckmesser, Kies macht den. Aber Dings. Warum ist sie dann beim Hand hochgegangen, als die Hand vorbei war? Ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen bin ich da hingerannt, um zu flüchten. Also ich bin ins Wohnzimmer gerannt, um zu flüchten oder durchs Wohnzimmer. Also sie ist auf jeden Fall hier im Wohnzimmer. Ich habe auch wieder Atem. Und ich habe einen Handabdruck.
Ah, jawohl. Jawohl. Alter. Ey, die hat uns richtig an der Nase gebohrt. Die hat uns aber wirklich. Das kam auch noch nicht vor, ne? Also, dass sie uns so an der Nase umgespült hat. Das war ein altes Gespenst, du. Ja, so ein altes Klappergespenst. Altes Klappergespenst, du. Oh, sicher, pack ich dir gleich mit ein, du. Hey, warte. Ja, kannst dich mit. Ey, was soll das? Warte auf mich. Lass mich doch nicht allein. Der Truck ist zu. Ach nein, ich werde so immer mit Oma Gespenst hier leben. Für Oma Greteloch. Wahrscheinlich immer mit Oma Greteloch. Oma Greteloch. 120. 120 habe ich bekommen. Ich habe $20 gekriegt. Und ein riesiger Batzen, eine riesige bunte Tüte Erfahrung. Und noch einen dicken Lachs rein, ne? Ja, mal hier so rein. Oh, Pangasius für 20 Euro, du. Pleite. Kannst du doch meine Frau noch haben? Willst du meine Kinder mitnehmen? Aber bring Motor in die Schule, wa? So, dann machen wir Sachen rein. Wir können direkt den nächsten Job hinterher hasseln. Okay, okay. David Hasselhoff. David Hasselhoff. Ey, bald ist mein Equipment wieder alle hier. Das stimmt, du musst ja kaufen, ne? Nee, ich hab auf Reserve. Ich bin reich. Jetzt geht's in die Tanglewood. Beim Tanglemann. War das nicht ein Laden? Ja, Tanglemann oder sowas? Tanglemann. Nee, heißt der Tanglemann? Tanglehoff? Tanglehoff nicht. Tanglehoff ist was anderes. Das ist eine Sexstellung in Sri Lanka. Gestern haben wir getanglehofft. Michael Clark ist hier unterwegs. Das ist aber auch so ein Name aus so einem Amateurroman, oder? Klar, ich kenne Leute, die würden sagen: Michael Clark. Michael Clark. Bronson. Michael Clark. Ey, schreib mir nicht ins Ohr. Eine Doppelzunge, ne? Doppelbronzen. Ich nehme auch nochmal eine Cam mit. Hast du einen Schlüssel mitgenommen? Klar, natürlich. Ich bin schon drin im Tanglehole. Klar, natürlich. Kommt ja immer vor. Michael Clark. Lass uns einen schnellen machen, dann schaffen wir 3. Michael Clark. Ne, wir haben hier 16, 15. Hier liegt Knubbel. Bist du hier? Knochen hier im Raum. Okay, sehr gut. Jetzt Michael Clark. Gib uns ein Zeichen. 12, 15, 13. Hier war was? Da war eine Tür irgendwo. Hast du es gehört? Ja. Ich glaube bei der Abstellkammer da hinten. Ich glaube, der wird gestepmarmt. Oh, ein Doppeldonner. Ich hatte gerade hier einmal ganz kurz 10 Grad. Michael Clark. Gib uns ein Zeichen. Hier 7,5. Hier 10,6, 11, 9,2, hier ist er. 8,5, 9,5, ja. Ja, Dreier Wert auf der Clark-Skala. Okay, ich habe auch Eisdurchfall gesehen. Ich hatte leichten Eisdurchfall. Ja, ja, Kamera Kinder. Steht schon. Jetzt wissen wir, wie Ben und Jerry's gemacht wird. Ben und Jerry's hatten Durchfall. Sie haben es in ein kleines Döschen gepackt und eingefroren. Sie hatten nur einen kleinen Topf, den sie bis zum Rand vollgeschwurzt haben. Ben und Jerry's schmeckt aber stark nach Nüssen. Was? Birim Jerry's? Was? Birim Jerry's? Birim Jerry's? Was war denn das eben gerade für ein Flash? Blitz! Birim Jerry's. Sag doch, hier, Odin. Odin, Birim Jerry, Alter, ich bin nicht mehr. Hör einfach auf, lass das einfach nicht mehr spielen. Ja, der Ruhestand, der muss jetzt endlich mal kommen. Nee, da muss halt einfach auch mal wieder so ein Urlaub kommen, dass wir einfach mal 2 Wochen voneinander getrennt sind. Sonst geht es nicht weiter. Weißt du, letztens habe ich mir gedacht, eigentlich müsste mal jemand... Hä? Hier nicht eben einen Tangle flattern. Ja, ich gerade einen kleinen Tangle flat. Eigentlich müsste mal hier sowas. Jemand müsste mal so ein Best-of schneiden, wann wir Dinge synchron sagen. Weil das passiert ja wirklich sehr oft. Ja. Hier, 2er Tangle. Ja, Birim Jerry. Birim Jerry. Das ist mein neues Lieblingseis. Ich hätte gerne 3 Eimer Birim Jerry. Mach mal hier eine Cam. Ist das was Türkisches oder was soll das sein? Keine Ahnung, ja. Ich glaube nicht, dass der im Wohnzimmer ist. Ich glaube, der macht auch hier wieder so den tricky Gangster-Doodle. Hier, das habe ich hier einen 2er Wert. Wo? Darüber? Hier drin. Tricky. Und hier habe ich auch auf einmal einen tricky Atem. Gib uns ein Zeichen, Michael Clark. Hier Atem oder was? Ich hätte hier eben Atem. Michael Clark. Bewege diese Tür. Hat er echt eine Tür bewegt? Nee, das warst du. Öffne diese Tür, Michael Clark. Nee, ich glaube, ich habe den tricky Atem im Flur hier. Ja, ja. Guck mal hier. Ja, hier im Wohnzimmer ist der.
Tricky Atem. Du hast den hier nur mit reingetragen, glaube ich. Ich mach mal hier eine Kamera hin. Ich will auch noch die Richtung im Blick haben. Gib uns ein Zeichen! Michael Clark. Nein, da war schon wieder hier was an der Tür. Hier, schon wieder. Tür auf und zu. Er ist auch irgendwie hier vertreten. Er ist überall. Michael Clark. Aber wir hatten auf jeden Fall schon mal Frost. Das ist ja schon mal ein Beweis. Dann bist du nicht ganz trocken in der Stube. Frozen temperatures. Wir haben einen Beweis. Und, was sagt die Cam? Nein, ich habe gerade mal ein bisschen durchgeschwitzt, aber hier war nichts drin. Auf der Rossmann-Phelps-Team habe ich aber auch keine Werte. Rossmann-Phelps-Team ist auch seit 86 schon nicht mehr relevant. Natürlich ist sie immer noch relevant. Nee, Rossmann-Phelps-Team. Gut, wobei ich sagen muss, dass gerade 80er, 90er, da wurden natürlich die besten, ne? Klar, da haben die Leute die besten Skalen. Oh, eine neue Quest. Eine neue Quest, die kenne ich aber noch nicht. Wie jetzt eine neue Quest? Was haben wir dann? Quest Nummer 4. Lassen Sie einen Geist durch Salz wandern. Alter, das Quest-Upgrade. Nicht, oder? Die Salzwander-Quest. Aber wir haben nur einen Salzbecher, ne? Ja. Aber guck mal, Mr. Salzbecher. Ich habe jetzt hier meine Kamera platziert. Siehst du irgendwas? Du hast auf jeden Fall da Atem. Das sehe ich. Welche ist das? Die hier im Schrank, oder was? Michael Clark. Nee, hey, die ins Büro filmt die rein. Michael Clark. Nix. Nix, Atem. Nix ist auch da. Was haben wir denn noch für Quests eigentlich? Geister-Event, Kruzifix. Dann versuch ihn mal mit Salz zu locken. Er möchte seine Brezel gebuttert kriegen. Oh, ich hatte eben gerade einen Bewegungsmelder im Flur. Aber die ist doch neu, die Salzquest, oder? Also ich habe sie noch nie gesehen. Ich kann mich nicht an Salz erinnern. Oh, nö. Salz und Spiele. Was los? Er macht einen Hunti. Jetzt schon? Aber ich sehe ihn nirgendwo. Alter, du bist bei 70, 71. Wow. Oh oh. Auf den Kameras ist alles sauber. Der Hand läuft noch. Ah, wie du da hockst. Mit voll geschissener Hose. Party, Party! Michael Clark! Okay, ist vorbei. Michael Clark, kannst du mich hören? Bist du hier? Hier. Ja, hier. Okay, wir haben alle Beweise. Ist ein Dämon. Kannst wieder reden, das weißt du, ne? Nein, weiß ich nicht. Bist du ein Dämon? Hast du den Mund voll Sahne? Ich hab dir auf jeden Fall ein Kruzifix dahin geworfen. Willst du was schlecken? Wir bieten dir Salz, Michael Clark. Salz Clark? Naja, gut, aber dann haben wir ihn ja jetzt, ja, Mr. Clark. Ja, hab Salz-Step. Gefriertemperaturen, was hatten wir denn noch? Geisterbox und? Bist du ein Kind? Nee, er ist erwachsen. Guck mal, ist auch juristisch alles in Ordnung, was wir hier treiben. Was hatten wir denn noch? Fingerabdrücke oder was? Nee. Gefrier, Sprechbuch und Buch. Gefrier, Sprechbuch und Buch, okay. Ja. Sprechbuch. Frostbuch. Geil. Ich kann auch ein Foto machen von der Salzspur da drin. Ey, der ist aggressiv, ne? Lass dich da von dem nicht lunsen. Bist du ein junges Reh? Hattest du nicht auch noch einen Knubbel? Da war irgendwo auch noch ein Knubbel, ja. In dem, da, wo ich mich gerade versteckt habe. Oh, da ist er! Ich habe ihn ganz kurz gesehen. Wo? Da, wo die Salzspur war, ist er ganz kurz einmal aufgeploppt. Weil irgendwie sah aus wie so ein Leprechaun. Bist du ein Fabelwesen? Ein
kleiner Schulterhocker oder wie die heißen. Ey, die Tür ist zu. Okay, ich glaube, der will mich. Das ist dieser Schulterhocker, ja. Gil. 7 Gil. 7 Gil, 3. Kleinen Mini-Hand hat er auch gerade gemacht. Ah, zum kleinen, kurzen. Ah, soll ich noch mal handen oder lieber? Ah, vielleicht lieber doch nicht. Handen oder Schmanden? Naja, aber eigentlich könnte man jetzt einen Dreier draus machen. Belgischen Dreier. Prinz, ey. Ich bin hier belgisch, $165, ne? 165 Belgier habe ich bekommen. 165 Belgier. Oh, wir haben keinen Profi-Job, ne. Müssen wir mal kurz die Karte wechseln. Riechst du das? Riechst du das? Das sind Waffeln und Pommes. Ich glaube, wir sind in Belgien angekommen. Oh Mann, ey. Ihr qualmender Kadaver bildet eine schützende Hülle um meinen Körper. Jetzt erzähle ich euch die Geschichte, wie ich auf die Welt kam. Oh Mann, wie heißt der Typ eigentlich? Mark Thomas. Mark Thomas. Wo sind deine belgischen Pommes? Und dann der Lugli-Farm. Lugli-Bällchen. Mark Thomas, gib uns ein Zeichen. Mark Thomas. Hä? Hast du ein Radio angemacht hier? Nein. Ist doch ein Radio an, du hörst es auch, oder? Ja. Gib uns ein Zeichen. Findest du nicht, dass ein Radio schon ein ziemlich gutes Zeichen ist? Ist ein Radio ein Zeichen, Mark Thomas? Nein. Okay. Gib uns ein Zeichen. Was willst du von uns? Hast du noch genügend Font? Hast du noch genügend Font? Font ist alle, hat er gesagt. Ich würde mich gerne mal hier ein bisschen hochglitschen, aber es geht nicht. Ohne Font ich nichts können kochen. Ich mache einen Kochfont. Gib uns ein Zeichen. Ich habe hier merkwürdiges Publi-Verhalten. Oh, oh, da! Was ist mit ihm? Guck mal! Guck dir das mal an! Er war direkt da! Jo! Der Holzfäller Hubert! Ich mach hier Hubert eine Kamera hin. Hubert mit der Knuppel! Knuppelhubi! Bist du Knuppelhubi? Er hat die Puppe bewegt! Er hat die Puppe eben gerade hoch. So wutsch! Er ist Knuppelbert der Weise. Jetzt die Frage, mach ich hier noch eine Cam? Ja, ne? Kannst du mich hören, Knuppelhubi? Knuppelhubert. Aber auch wie geil, andere rennen weg. Wir rennen beide zum Geist hin. So, nimm mich in den Arm. Nimm mich in den Arm, Geist, erlöse mich. Hubi. Hubi. Ich hab ihn richtig in sein Hubi-Auge geblickt. Der ist auf jeden Fall sehr autogrammfreudig. Okay, also auf der Nannycam sehe ich schon mal nichts. Aber auf der Tischcam? Oh, die Tür habe ich. Haben wir die bewegt? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal Bewegungsmelder mit. Ich gehe da nochmal rein mit dem Bewegungsmelder. Ja, Tür bewegt sich, geht auf. Ganz aber langsam. Auf der Hubi-Skala war es nur eine 4. 9 Stunden hat es nur gedauert. Die Tür wurde zugeschlagen. Ich habe es ein bisschen vorgespult. Es hat 9 Stunden gedauert. Naja, zugeschlagen würde ich das nicht nennen. Du bist ja auch kein Geisterjäger. Du hast keine Ahnung von sowas. Oh, da ist Licht drin. Ja. Kann es sein, dass mit dem letzten Update irgendwie die Bewegungsradien der Geister... Es hat sich auf jeden Fall irgendwas geändert oder so, ne? So ein bisschen... Wie heißt der Mann nochmal? Mark Thomas? Mark... Oh, Hubi Thomas, ja. Mark Hubi Thomas! Hinter dir hat das Licht geblinkt. Willst du Honkball spielen? Zeig mir deine Knuppel. Waschbecken brauchen wir noch. Haschmichbecken. 78 habe ich noch. Gut, dann gehe ich rein. Du hast noch irgendwas mit 68 oder so. Schritt gehört. Gib uns ein Zeichen.
Knuppelhubi. Willst du Logli? Hier, der Waschraum. 6 Grad, 7 Grad, 5 Grad. Also meinst Waschraumpräsenz. Ja, ist eine Waschraumpräsenz. 4,4. Und am Coven. Und am Coven Groven. Banne ihn. Ich werde einen Kruzifix... Was willst du von uns? Vor die Tür legen. Willst du deine Ruppelpuppe? Er will die Ruppelpuppe. Every boy needs a rubber pop. Was? Was? Das ist so ein Werbespot. Und die heißen Rubber Pop? Rubble Pop. Eine Ruppelpuppe. Eine Ruppelpuppi. Jopp, Ruppelpuppi in meine Taschen. Jopp, Ruppelpuppi in mein Sack. Ruppelpuppi ist mein Party gewiss. Was liegt denn da jetzt? Kruzifix. Nee, da hinten, was ist das denn? Ist das nicht? Waschpulver? Nee, ich weiß es ist nicht. Ist irgendwas Weißes? Da ist so eine weiße, komische Spur. Eine weiße, komische Substanz. Klebrig, wirklich? Salzig. Da ist doch so eine weiße, komische Substanz. Schmeckt was? Nach Frieden. Schmeckt nach Frieden. Schmeckt nach Präsident. Schmeckt nach Sahne und Frieden. Schmeckt leicht nach Papst. Aber Beweise haben wir nicht, ne? Nee, doch. Nee. Nee, oder? Nicht. Kein Gefrieratem, ne? Kein Gefrieratem bisher. Was willst du von uns? Frierst du? Bist du hier? Können wir dir helfen? Hate. Er will Hass. Er will Hass, okay. Okay. Willst du Hate? Erwachsenenhass, hat er gemeint. Level Hater, Level 1 Hater. Bist du ein Level 1 Hater? Spielst du dieses komische Mafia-App-Spiel? Oh. Am Buch. Ich hab das Buch da hingelegt. Oh, die Türen! Die Tür geht zu! Die Tür geht zu! Ich hab einen Vierer Hubi. Ich hab einen Fingerprint auf der Door. Klingt professioneller, ist nur eine Tür, aber. Okay, warte mal, wir haben Box. Wir haben Fingerdruck. Spirit, Gespenst, Polti. Okay. Spirit. Spirit, Gespenst, Poltergeist. Poltergeist wäre Orb. Gespenst wäre Frost. Okay, ich habe eben gerade einen Bewegungs-Catch-a-Doodle gehabt. Buch. Also Orb, Buch oder Frost brauchen wir noch. Ich hatte eben gerade einen leichten Catch-a-Doodle. Echt? Nee, der war noch nicht auf 10, oder? War schon hoch. Also Buch könnte noch sein. Buch, Orb oder Frost? Also er macht auf jeden Fall da drin Partei. Ja, und ein Orb sehe ich nicht. Orb ist immer... Es kann schwierig sein, ist Neuland. Bewegungsmelder hat gebucht. Wow, wow, ich höre auch gerade den Spiculum Pleach, den EMF höre ich da aus... Spritzen. Starken Auswurf. Der Raum ist halt... Oh, Buch ist drin. Jawohl, da haben wir einen Hubi. Ne Hubi! Der alte Hubi mit seinem Holz von der Gesicht, ey! Ja, mei, um den Hubi geschnappt! Ja, mei, Hubi geschnappt, ey! Ja, ey, Sorge! Wo ja wohl den Knackfutzen, ey! Na, der ist auf jeden Fall, der wurde, glaube ich, gestepmarmt, der ja. Hubi. Der ist auf den alten Stepmarm-Trick reingefallen. Marmelade im Trockner. Man wollte die Marmelade ein bisschen slappen, ey. Also, wir haben Gefriertemperaturen. Wir haben Kommunikation gehabt. Oder hatten wir Finger? Ne, wir hatten Fingerabdrücke und... Fingerabdrücke und Box und Buch und dann Buch. Jetzt. Buch und a Box. Das ist ein Sprit. Das ist der Spirit. Das ist der Spirit, den ich den warte. Easy, Mann. Ja, hier so einen eleganten Dribble Catch, auch wenn du gestorben bist.
Ja, ich musste mich opfern. Damit du wolltest halt wieder mit Omi schmusen. Guck mal, 60 für so einen eleganten Alter, Hubi. Ne? Für Oma unter den Achseln, $60, ekelhaft, ey. Na gut, Leute, es wird geachselt, vielleicht in der nächsten Folge. Keine Ahnung, wie lange dieser Irrsinn noch weitergehen muss. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss! Pilusch!